Diesen Titel hat keiner auf dem Schirm und dennoch bin ich letzten Freitag zum allerersten Mal mit einer etwas kleineren Tranche hier eingestiegen. Ihr wisst es ja inzwischen, ich stelle alle Titel vor, bei denen ich persönlich investiert bin und gleichzeitig gebe ich einen Einblick darüber, was hier mein Tradingplan im Detail angeht. Zudem werde ich euch heute zeigen, warum ich hier eingestiegen bin, wie hier mein Plan auf Multijahresebene ausschaut, warum dieser Titel so gut performen wird in den nächsten Jahren. All das erwartet euch in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht's weiter. Bevor es mit dem eigentlichen Video weitergeht, möchte ich ganz kurz auf unsere laufende Rabattaktion aufmerksam machen. Mit dem Rabattcode HKCM400 erhaltet ihr aktuell 20% Rabatt auf alle Märkte. Rabattcode nur noch heute bis 24 Uhr gültig, deswegen schlagt jetzt zu und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich bin das Phantom und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Zu Beginn des Videos, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich mich vielleicht ein bisschen nasal anhöre. Ich habe mir beim VfB Stuttgart Bayer Leverkusen DFB-Pokalspiel wohl was eingefangen, ja. Obwohl die Krankheitswelle dieses Jahr und das letzte Jahr komplett an mir vorbeigezogen ist, hat es mich jetzt auch mal erwischt. Ich denke aber, dass es ja nur eine Eintagsfliege sein wird und ich relativ schnell wieder fit bin und entsprechend auch wieder normal sprechen kann. Das als kurze Information zu Beginn des Videos. Wir haben heute einiges zu besprechen. Ein Titel, den ich hier auf diesem Kanal noch nicht für euch analysiert habe, wo ich persönlich letzten Freitag eingestiegen bin und ich sehr überzeugt bin, dass hier in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten einiges gehen könnte. Wir sprechen heute über die Musikindustrie. Gehört natürlich auch irgendwo für mich dazu, als Musiker irgendwo investiert zu sein, was musikindustrietechnisch relevant ist. Und zwar soll es nicht um Spotify gehen. Spotify übrigens auch ein sehr, sehr interessanter Titel, wie ich finde, sondern um Tencent Music. Tencent Music ist praktisch der Konkurrent zu Spotify aus dem asiatisch-chinesischen Raum. Und was da tatsächlich sehr erstaunlich ist, ist zum einen der Fakt, dass diese zwei Unternehmen zum selben Zeitpunkt mehr oder weniger IPO hatten und die Chartbilder zyklischer Ansicht relativ identisch aussehen. Da springen wir auch gleich mal in der übergeordneten Struktur hier rein, denn wenn wir uns jetzt mal das Tencent Music Chart anschauen und kurz und knackig mal den Spotify Chart drüberlegen in der langfristigen Ansicht, sehen wir, okay, andere Preisskala, das tut aber nicht zur Sache. Die Struktur, ja, die hier seit IPO ausgebildet wurde, in dieses neue Allzeithoch, ja, sieht relativ identisch aus. Was wir danach gesehen haben, ist, dass beide Titel relativ scharf abverkauft hatten zum Zenit-Top, als es dann hieß, dass die Federal Reserve jetzt wieder die Zinsen anhebt, ging es hier relativ scharf runter. Und wir haben hier 2023 zu Jahresbeginn, Ende 22, einen äquivalenten Boden ausgesehen auf beiden Chartbildern. Der einzige Strukturunterschied, den wir beobachten können, ist hier ganz kurzfristig. Spotify ist deutlich impulsiver unterwegs, nimmt praktisch die Price Action in der bullischen, zyklischen Annahme bereits vorweg. Meine Spekulation ist ganz klar, dass Tencent Music diese Bewegung auch ausbilden wird. Schauen wir uns aber gleich an. Ich möchte ganz kurz die überzyklischen Kursziele hier besprechen, bevor wir uns einmal angucken, wie geht es hier kurzfristig weiter und wo können wir den bestmöglichen Einstiegspunkt generieren. Denn ich hatte ja zu Beginn des Videos erwähnt, dass ich erst mit einer relativ kleinen Tranche hier eingestiegen bin, also nicht mit der kompletten Positionsgröße. Übrigens hat sich bei meinem Aktienportfolio in den letzten Tagen einiges getan, ist wieder ordentlich angestiegen und es sieht tatsächlich danach aus, dass mein Portfolio hinein in eine Welle 3 expandieren wird, falls ihr da zu meinem Aktienportfolio in der nächsten Zeit ein Update wünscht, lasst diesem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreibt einfach mal in die Kommentare rein, dass ihr gerne mal ein Update zu meinem Portfolio haben würdet.
Zurück zu Tencent Music. Zu Beginn des IPOs haben wir hier in der Annahme eine Welle 1 ausgebildet. Seitdem hat sich der Gesamtchart innerhalb einer Welle 2 Korrektur befunden, mit einer überschießenden B-Welle, die hier ein neues Allzeithoch erreicht hat, ähnlich wie bei Spotify. Diese Welle C, die dann übergeordnet betrachtet die Welle 2 hier komplettieren soll, erachten wir als completed. Das heißt, dass wir jetzt überzyklisch davon ausgehen, dass wir uns innerhalb einer Welle 3 Expansion befinden, die aggressivste Welle am Aktienmarkt. Das heißt, hier könnte in den nächsten Jahren die eigentliche Rendite erst starten. Hier wäre unser Mindestkursziel das 162-prozentige Expansionsniveau bei mal mindestens 33,65 US-Dollar in der Expansion. Was hier durchaus realistisch ist, würden wir dann die 262% bei rund 52 Dollar anvisieren, bevor wir dann die nächste übergeordnete korrektive Phase der Welle 4 hier antizipieren würden. In der ganz kurzfristigen Ansicht, und da sind wir jetzt auch gleich beim Thema, weshalb ich jetzt hier nicht mit der kompletten Position eingestiegen bin, sondern mit einer ersten Teiltranche, ist der Fakt, dass wir hier kurzfristig primär weiterhin bärisch gestimmt sind. Anders als bei Spotify konnte sich Tencent Music bisher nicht impulsiv bullisch entwickeln, was charakteristisch für einen Welle 3 Anstieg hier ist, sondern wir haben sehr viele Overlaps innerhalb der Substrukturen des aktuell kurzfristigen Zykluses, was ganz klar dafür spricht, dass wir hier einen neuen lokalen Hoch ausgebildet haben in Form einer überschießenden B-Welle. Ich weiß, diese überschießenden B-Wellen sind extrem anstrengend. Jeder denkt, Breakout, es geht jetzt ordentlich nach oben, und dann macht der Markt genau das Gegenteil und stoppt die Long Trader raus, um dann wieder abzuverkaufen, um hier einen kurzfristig neuen Boden auszubilden. Aber es ist nun mal die Realität, in der wir leben, und das machen die modernen Märkte einfach sehr gerne. In diesem Fall hätten wir hier einen Invalidierungsbereich bei 10,64 Dollar. Geht es dort impulsiv drüber, und ich spreche jetzt hier nicht über 1, 2 Cent, sondern vielleicht einfach mal Richtung 11,50 Dollar oder 12 Dollar, dann wäre dieses Szenario offen. Und an dieser Stelle würde ganz klar hier die Alternative greifen. Was wir also gemäß der Primärerwartung hier erwarten, ist, dass wir jetzt zeitnah in den nächsten Tagen einen relativ bedeutsamen, impulsiven Abverkauf einer C-Welle intern für die übergeordnete 2 hier in blau gekennzeichnet sehen sollten. Diese Zielzone werden wir gegebenenfalls für unsere China-Abonnenten nochmals anpassen. Denn wenn wir hier eine überschießende B-Welle sehen, vom Markt ausgebildet, erhöht das natürlich signifikant die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass wir in der C-Welle kein neues Tief unterhalb der vorangegangenen Welle A hier in rot gekennzeichnet sehen werden. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen bewusst drauf schauen, wie sieht die Abwärtsstruktur der C-Welle der 2 aus. Sehen wir hier einen komplettierten Fünfteiler, dann werden wir hier selbstverständlich nochmal persönlich einsteigen. Es wird eine Kurznachricht an unsere Abonnenten versendet mit dem Betreff, dass wir hier in Tencent Music eingestiegen sind. Wie gesagt, wir beobachten diesen Titel jetzt schon seit geraumer Zeit, und ich persönlich bin sehr bullish hier, weshalb ich hier zeitnah natürlich auch eine Position hinterlegen möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, warum steigt das Phantom bereits jetzt mit einer ersten Position ein? Risiko ganz klar zur Oberkante in Form der Alternative gegeben, aber ich habe hier natürlich auch eine gewisse Grundverantwortung gegenüber unseren Kunden, und wenn wir hier eine Primärerwartung grundsätzlich mal bärisch sind hinein in unsere nächste Zielzone, würde das natürlich prozentual bedeuten, dass wir hier ganze 40% zur Unterkante hätten. Dieses Risiko kann ich für euch einfach aktuell nicht tragen. Wir müssen hier einfach mal auf eine Bestätigung des Marktes warten. Sobald wir hier eine Bestätigung des Marktes erhalten, werden wir selbstverständlich einsteigen. Kurznachricht geht an euch raus. Falls wir über die 10,64 Dollar drüber laufen sollten, werden wir einfach etwas höher einsteigen, aber auch hier hätten wir dann eben das Risiko minimiert. Das heißt, wir würden dann hinein in eine Welle 3 laufen, etwas weniger Rendite einfahren, aber wir wüssten, wo wir uns aktuell zyklisch befinden, und wir würden jetzt hier nicht random einfach in der Midrange einsteigen. Das ist also immer ein Unterschied. Steige ich für mein privates Portfolio ein unter Abwägung des Risikos zur Oberkante, oder steige ich bewusst in einen Markt ein mit dem Wissen, ja, dass ihr alle auch hier einsteigt? Was ihr am Ende des Tages macht, ist eure Entscheidung. Selbstverständlich könnt ihr auch jetzt schon einsteigen, wenn ihr meiner Trading-Idee hier folgen wollt. Also,
Wir nehmen jetzt mal an, dass wir hier gemäß Primärwartung nochmals in die C-Welle abverkaufen werden. Ich werde dann diesen Fünfteiler beobachten, dort eine weitere Position hinterlegen, sodass ich per DCA irgendwo in der Midrange zwischen 6 Dollar und 7 Dollar dann sein werde. Für mich aktuell ein sehr interessanter Kaufbereich für Tencent Music, denn wie gesagt, übergeordnet geht hier einiges. In der kurzfristigen Ansicht, sofern hier also alles ausspielt wie geplant, könnten wir hierher gehen und Kursziele deklarieren für diese interne Welle 3, die wir kurz- bis mittelfristig dann erwarten würden. Top dieser vorangegangenen Welle 1 und das mögliche Bottom auf dem 61,8er interpretiert, würde uns hier ein Mindestkursziel von mal mindestens 15,43 Dollar ermöglichen. In der Expansion auch hier wieder das 262-prozentige Expansionsniveau relevant bei aktuell 21,56. Prozentual gesprochen könnte also einiges gehen, wenn wir hier an der Oberkante einsteigen würden. In der nächsten Zielzone wären das ganze 178% und in der Expansion wären hier 300% denkbar. Wie ich finde, ein Titel, der absolut in jedes Portfolio gehört. Und an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, für euer Like und euer Abo. Wir hören uns dann zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.